Schuldig, so lautet das Urteil im Mordprozess um Roland B. Mit 18 Messerstichen tötete der 46-Jährige am 16. August 2016 seine ehemalige Lebensgefährtin vor deren Haustür. Der Tat ging ein extremes Stalking voraus. Über 7 Jahre stellte der Architekt der 45-Jährigen nach. Diese erwirkte daraufhin ein Kontaktverbot. Doch weder das noch Geldstrafen brachten den Angeklagten dazu, von seiner Ex-Partnerin abzulassen. Das Landgericht München verurteilte Roland B. am Donnerstag zu einer lebenslangen Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich bei der Tatausführung davon hat treiben lassen, dass er Wut empfand über das Verhalten der Geschädigten, dass die Geschädigte ihn angezeigt hatte wegen Stalkings und dass die Geschädigte nicht bereit war, noch einmal mit dem Angeklagten Kontakt aufzunehmen oder mit ihm zu sprechen. Das in der Summe macht letztlich das Gepräge dieser Tat aus und deswegen ist das Gericht auch von einer besonderen Schwere der Schuld ausgegangen. Der Angeklagte floh nach seiner Tat nach Spanien. Am 7. November 2016 durchkreuzten die Beamten aber seine Flucht auf dem Jakobsweg und nahmen ihn fest. Verübt habe er die Tat, so die Staatsanwaltschaft, aus niedrigen Beweggründen heraus. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einer heimtückischen Begehungsweise aus, dass also die Getötete zu Beginn der Tat nicht damit gerechnet hat, dass sie attackiert, dass sie angegriffen wird. Darüber hinaus geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass dieser Mord aus niedrigen Beweggründen verübt worden ist. Sichtlich abgemagert betritt Roland B. am Donnerstag den Gerichtssaal. Seit fast 5 Monaten befindet sich der 46-Jährige nun schon im Hungerstreik. Ein verzweifelter Versuch, den Gerichtsprozess, der seit dem 13. September gegen ihn läuft, aufzuhalten. Verhandlungsunfähig, wie er sich selbst noch vor wenigen Wochen bezeichnete, ist er laut den Ärzten aber nicht. Das Bayerische Strafvollzugsgesetz sieht auch Regelungen vor, wenn jemand in Hungerstreik tritt und über längere Zeit die Nahrung verweigert, mit der Folge, dass es dann auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zur Leibes- oder Lebensgefahr kommt. In diesen Fällen gibt es spezielle Regelungen, die dann von der Justizvollzugsanstalt zu prüfen sind. Ziemlich gefasst reagierte Roland B. auf das Urteil des Gerichts. Den Angehörigen des Opfers bleibt er dennoch die Antwort auf die Frage, warum schuldig.